Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Session Anno 1800, also bei mir neue Aufnahmesession, und zu Anfang möchte ich mich erstmal bei euch bedanken. Vielen lieben Dank für die ganzen Tipps, die reinkamen. Freut mich sehr, dass der ein oder andere reinschaltet und dranbleibt. Ein paar Sachen habe ich schon umgesetzt. Ich möchte jetzt aber mit euch durchgehen. Ihr wisst es, von Aufnahmesession zu Aufnahmesession lasse ich immer mal ein bisschen laufen, mache ein bisschen weiter, organisiere Sachen, optimiere Sachen. Ihr seht es auch hier oben an unserem Geld. Wir haben mittlerweile 10,63 Millionen auf dem Konto. Unsere Bilanz ist im Plus. Wir haben 30.451 Einwohner zurzeit auf all unseren Inseln. Und es läuft. Also ich muss sagen, es läuft. Ich würde mich gerne in dieser Session ein bisschen mehr mit Crown Falls beschäftigen. Wir springen gerade mal rüber. Am Cap Trelawney. Hier haben wir einiges zu tun. Hier gibt es auch gerade eine Aufgabe zu tun. Die gehen wir gleich an. Hier müssen wir ja noch ein bisschen ausbauen. Und das möchte ich gerne... Admiral anwesend. Jetzt angehen, macht mal hier ein bisschen Platz. Das möchte ich gerne in dieser Session angehen. Vorher möchte ich euch aber noch zeigen, was ich so ein bisschen optimiert habe. In der alten Welt gar nicht so viel, sondern vielmehr in der neuen Welt, weil da kam es leider zu Engpässen bei 1, 2, 3 Sachen. Mittlerweile sind wir aber auf einem guten Level. Also wir haben genug Fisch, wir haben genug Schnaps, wir produzieren genug Arbeitskleidung. Da ist gar kein Problem. Wir haben auch genug Stahl, das produzieren wir alles. Seife und Bier ist auch gar kein Problem. Und hier gab es zuletzt ein kleines Problem beim Baumwollstoff. Der war die ganze Zeit auf Null, somit sind halt unsere Pelzmäntel ausgegangen. Habe ich aber reguliert, indem ich einfach die Baumwollplantagen in der neuen Welt ein bisschen angepasst habe und auch nochmal rummäßig ein bisschen was angepasst habe, sodass wir da ohne Probleme durchkommen. Das Einzige, was wir jetzt momentan noch ein bisschen in Engpass haben, sind die Nähmaschinen. Da habe ich aber schon angefangen, hier oben auf der Produktionsinsel haben wir mittlerweile 4 Nähmaschinenhersteller, Nähmaschinenfabriken. Und eigentlich sollte sich das jetzt alles wieder ordentlich regulieren. Wenn nicht, müssen wir vielleicht noch ein, zwei dazusetzen. Ich habe auch geguckt, dass die alle unter Strom stehen, also quasi alle mit 200% Produktivität arbeiten. Mal gucken. Ansonsten hapert es an nichts. Wir haben ein volles Lager beim Stahlbeton. Also da lassen wir das alles mal so laufen. Momentan wird der Stahl auch eher gebraucht für die Nähmaschinen. Ich habe hier auch die in der Manufaktur Dynamitfabrik mal noch anlaufen lassen, weil wir genug Salpeter hatten. Salpeter ist jetzt hier auch voll, also eigentlich könnten wir die Route löschen. Ich lasse die aber trotzdem stehen, sodass wir halt von unserer Insel hier drüben... Ne, das war gar nicht die. Wo waren sie denn? Hier oben. In Hillmont, da haben wir momentan Salpetervorkommen. Ihr seht, die Luke vom Lager geht nicht mal mehr zu. Wir sind hier relativ gut bestückt, was Salpeter angeht. Wir könnten vielleicht noch eins machen. Wir könnten hier, das fällt mir eben gerade ein, vielleicht noch ein Depot anbringen. Wo setzt man das hin? Ich würde sagen, das setzen wir schon fast hier rüber. So, dann können die hier noch ein kleines bisschen arbeiten. Nehmen mal Nummer 2. Somit erhöht sich das Salpeter-Vorkommen auf 200. Eventuell noch ein Depot. Wir schauen mal. So, ansonsten, Ölproduktivität habe ich auch hochgeschraubt, also da passt auch alles. Hier produzieren wir fleißig Öl, wird immer noch abgeholt, kommt dann in die Produktionsinsel. Das ist alles okay. So, dann habe ich eins noch gemacht, das möchte ich euch noch zeigen, und zwar habe ich hier angefangen, nee, wir müssen hier unten anfangen, die letzte Stufe zu erreichen. Ich habe einfach versehentlich draufgeklickt, eigentlich wollte ich es während der Aufnahme machen, aber ich habe dann doch draufgeklickt. Und zwar haben wir jetzt Investoren auf unserer Insel. Das ist die letzte Ausbaustufe, die man erreichen kann nach den Ingenieuren. Und ihr seht, wir können hier jetzt die Ingenieure zu Investoren ausbauen. Die Investoren brauchen aktuell Sekt. Da bin ich gerade dran. Da wird auf Liquor Stage schon Sekt produziert. Ansonsten kommen dann noch Zigarren. Die produzieren wir auch schon in der neuen Welt. Und da haben wir auch schon ordentlich Lagerbestand an Schokolade und Zigarren. Was bedeutet, wir könnten hier eigentlich weiter aufsteigen. Am Ende brauchen sie dann noch Dampfwagen. Da bin ich mal gespannt, wie wir die bauen. Und sie brauchen dann später noch ein Clubhaus. Sie brauchen Schmuck und sie brauchen einen Phonographen. Sehr gespannt, wie wir das noch alles bauen. So, das würde ich jetzt auch gerne nochmal... Nee, bevor wir jetzt hier anfangen zu bauen, möchte ich euch in der neuen Welt noch zeigen, was ich angepasst habe. Ich habe nämlich hier Chuchu... Nee, Chuchucho. Chuchucho. Braucht man noch einen anderen Namen. Habe ich hier auch noch ein bisschen vergrößert. Ich habe uns hier eine Rumbrennerei oder Rumbrennereien gebaut. Ich habe uns
die Poncho-Weber reingebaut, sodass die Einwohner versorgt sind und habe dann hier hinten angefangen mit einer Schokoladenfabrik, mit einer Kunstschreinerei, mit einer Zigarrenmanufaktur. Ich habe hier Tabakplantagen gepflanzt, die laufen momentan noch ohne Traktoren. Ich habe jetzt allerdings auch hier schon mal gewisse Sachen, so wie die Bananen, habe ich schon mal mit Traktoren gebaut. Auch hier, ihr seht zwischendrin, hier haben wir Traktoren, wo habe ich denn die noch nicht gebaut? Hier, so zwischendrin. Ja, genau. Habe ich die schon mal vorbereitet? Die brauchen wir aber momentan nicht, weil einfach die Baumwolle jetzt schon ausreichend vorhanden ist. Wir gucken gerade mal rein. Wie sieht es denn baumwollmäßig aus hier auf der Insel? Schokolade haben wir hier genug. Also da können wir dann langsam schon mal in die neue Welt schaffen. Da müssen wir aber dafür erstmal aufbauen, also beziehungsweise aufrüsten. Klar, wir haben hier, genau das habe ich noch gemacht. Ich habe hier hinten noch die zwei Goldminen angeschmissen, weil es kam zu Goldengpässen auf der Produktionsinsel. Seht ihr, das können wir noch gleich machen. Da könnten wir noch eine Charterroute. Da habe ich dann eine. Die geht von Bella Concordia nach Produktion. Und die? Geht von Jalapeno nach Produktion. Ne, dann lass mal hier noch eine machen. Route einrichten. Eine Charterroute nehmen wir in dem Fall mal. Und produzieren hier Gold von Chuchu in die alte Welt nach Produktion. Da brauchen wir es nämlich. So viel wie geht. Abfahrt. So, dann produzieren wir, dann bringen wir das auch hin. Einen Bug habe ich festgestellt, Leute. Vielleicht kann der ein oder andere da helfen. Und zwar, Sie haben an Einfluss gewonnen. Das freut mich. Und zwar haben wir hier eine Hutmanufaktur. Ihr seht, wir haben hier auch eine Hutmacherei. Wir haben Filzfabriken und so weiter. Aber die Hüte tauchen hier nicht auf. Die Melonen. Der Filz wird gemacht und so weiter. Aber es tauchen hier zum einen die Hüte nicht auf und zum anderen taucht nicht auf. Es ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, das hat doch, die Baumwollstoff taucht jetzt auf. Der war vorhin bei null. Aber die Hüte tauchen nicht auf, obwohl hier produziert wird. Ich mache hier mal ein bisschen schneller. Zack, ihr seht's, ne? Die Hüte werden produziert und werden auch in die Lagerhalle gebracht. Ich baue hier mal aus. Aber sie tauchen hier drin nicht auf. Das finde ich ein bisschen dubios. Also vielleicht weiß der ein oder andere da von euch, was das ist, ob das ein Bug ist oder so. Wäre ein bisschen schade. Dann habe ich noch eins gemacht hier in der neuen Welt. Lass mal langsam laufen. Ich habe unsere Ölfelder von hier hinten mal umgesetzt, habe auch den Ölhafen umgesetzt und zwar hier rüber. Wir haben hier jetzt mittlerweile eine richtig gute Produktion, was Öl angeht. Ich habe hier auch extra schon drei Öldepots hingepackt, denn hier die Ölfelder wären sonst nicht zu erschließen gewesen und ich dachte eigentlich, man kann mehrere Ölhäfen aufbauen auf einer Insel, geht aber pro Insel bloß eine. Das ist dann ein bisschen schade. Und deswegen habe ich das umgesetzt. Ich habe hier auch mal Schienen quer durchs Land gelegt. Ihr seht, sie führen hier rüber, einmal hierhin, wo wir dann auch unseren Tankhof haben. Hier fährt schon ein Zug. Dann werden hier tatsächlich auch noch ein bisschen Ölfelder erschlossen. Und dann fahren die hier rum. Und dann habe ich die auch nochmal, Moment, hier hochgelegt und habe hier einen Tankhof, sodass hier die ganzen Traktoren versorgt werden. Also es funktioniert, es läuft. Wir rutschen oben jetzt auch immer wieder mal ein bisschen ins Minus. Das ist halt, wenn der Rum da noch ein bisschen ausgeht. Ich habe allerdings die Rumproduktion auch schon hochgeschoben. Also normalerweise dürfte das jetzt nicht mehr passieren. Hier könnten wir vielleicht noch eine Fischfabrik ranbringen. Das wäre, glaube ich, noch ganz sinnig. So, dann haben wir hier das eigentlich alles auf dem Schirm. Also so viel habe ich in der neuen Welt gemacht. Es wächst und gedeiht. Hier drüben wird auch nur fleißig rumproduziert. Es läuft also. Und hier oben schwanken wir halt deswegen ein bisschen, weil jetzt vermutlich gerade wieder die Baumwolle oder der Rum ausgegangen ist. Wir können ja mal kurz reingucken. Das haben wir alles. Bier ist genug da. Kanonen, da haben wir überhaupt... Ah, nee, die Rum und die Nähmaschinen. Also das müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Aber bei einem Kontostand von 10,6 Millionen sollte eigentlich so viel gar nicht schief laufen. Alles klar, Leute. Dann würde ich gerne jetzt mal schauen, bevor wir nach Crown Falls gehen,
was wir hier ausbauen können. Jetzt natürlich aktuell nichts, weil es denen an Rum- und Nähmaschinen fehlt. Strom haben wir hier natürlich auch hingestellt. Das Kraftwerk wird auf beliefert. Ihr seht's, und somit haben wir die letzte Stufe der Investoren erreicht, was mich sehr freut. Das heißt, wir können hier unser Stadtzentrum schon mal ausbauen. Am Zoo habe ich noch gar nicht weitergemacht, was aber sehr interessant ist bei den Investoren. Man kann hier die Weltausstellung planen. Das ist sehr geil. Ich weiß bloß noch nicht, wie groß die ist. Deswegen würde ich, bevor wir die Weltausstellung planen, erstmal vielleicht noch ein Museum hier hinstellen. Aber wir müssen auch mehr auf die Geschichte Expeditionen gehen. Da habe ich auch 2, 3 durchlaufen lassen tatsächlich. Und ich würde gerne mal noch die zoologische Expedition machen. Aber ihr seht, ne, wie hier die Moral der Schiffe ist. Und das ist ein bisschen schade. Kein böses Erwachen in Sicht. So, die Heilkunst brauchen wir hier nicht. Wir brauchen ein Jagdglück. Und das funktioniert mit Lehm. Dann brauchen wir Navigation. Haben wir denn hier noch irgendwelche Schiffsitems, die wir... Redegabe. Kampfkraft. Nur die Tentakel des allmächtigen Meeres Navigation plus 20, Kampfkraft. Eine Bootsfrau, die können wir doch schon mal reinpacken. Redegabe plus 5, Navigation, da könnten wir die noch reinpacken. Und ihn hier. Ja, vielleicht haut es doch hin. Glaube. Was ist denn für Glaube? Gefechtskunde. Redegabe. Na komm, dann nehmen wir ein bisschen Bier mit. Was ist denn Glaube? Jagdglück? Plus 20 und hier haben wir plus 10. Pass auf, dann räumen wir das mal wieder raus. Nimmst mal ein bisschen Pelz mit. Die Dampfgeschichte wäre für Navigation. Gefechtskunde. Navigation. Glühbirnen bringen, glaube. Naja, man kennt's. So. Tja. Glaube würde ich jetzt eher sowas mit Geschick. Geschick. Navigation. Oh, man weiß es wirklich nicht. Was bringt denn Glaube? Haben wir noch Items, die Glaube bringen? Nee, Redegabe. Redegabe, Kampfkraft, Redegabe. Ja, von irgendwas müssen wir doch... Jagdglück. Geschick. Ja, das 37% ist schon wenig, ne? Ich glaube, wir warten hier mal noch einen Moment, weil das ist 37%. Ich habe aber noch nicht so ganz verstanden, wie ich eigentlich die Moral nach oben bringe. Das ist noch so eine Sache, die sich mir noch nicht so ganz erschließt. So, lasst mal gucken, ob wir jetzt hier... Ah, ja. So, Leute, wir machen die nächsten Investoren zusammen. Zack. Zack. So. Darauf lässt sich aufbauen. Der Sekt läuft und da müssten wir jetzt mal noch eine neue Handelsroute einrichten. Und zwar eine Charterroute nehme ich jetzt in dem Fall mal, weil wir noch nicht genug Schiffe haben. Der jetzt den Sekt... von Liquor State, das könnte ich euch noch zeigen, nach Kalifornien bringt. Dass wir das schon mal haben. Und ich zeige euch mal in Liquor State, wie das aussieht. Hier haben wir unsere Sekt. Sektkältereien. Champagne. Sins 1809, glaube ich, heißt es. Da haben wir 2 Stück von. Eine hier und dafür, weil die auch Glas brauchen, klar, um die Sektflaschen zu machen, habe ich hier mal noch eine Quarzgrube hingestellt und eine Glashütte. Allerdings haben wir auf anderen Inseln so viel Glas und Quarz gehabt, dass ich da schon mal extra ein bisschen hergefahren habe. Was ist denn davon noch übrig? Ja, ihr seht 132 Trauben, die werden übrigens hier drüben angebaut. Hier. Hier haben wir unsere Weinberge im flachen Land. Aber es wächst. Sie brauchen allerdings extrem lang. Die brauchen 2 Minuten Bearbeitungszeit. Aber momentan sieht es eigentlich recht gut aus. Es wird, wie gesagt, hier rüber. Es wird von hier, von Tarek, wird es nach Liquor State gebracht. Wo dann hier der Sekt gekeltert wird. Und jetzt auch von hier nach Kalifornien getransportiert wird. So ist diese Lieferkette.
Und ihr seht, wir brauchen jetzt schon Zigarren, die haben wir schon. Und da könnten wir jetzt auch gleich, dass wir, um hier Engpässe zu vermeiden, ich mache das alles mal aktuell mit Charterrouten. Um jetzt Engpässe zu vermeiden, würde ich gerne Zigarren schon mal von der neuen Welt, nämlich von Chuchu nach Kalifornien bringen lassen. Immer so 80 Tonnen. Das passt. Und wenn wir schon dabei sind, können wir noch eine weitere Charterroute machen. Und zwar Schokolade. Die brauchen sie als nächstes auch von der neuen Welt. Von Chuchu nach Kalifornien. Zack. Sehr schön. Das wird natürlich, Ziel ist es, diese ganzen Charterrouten natürlich irgendwann auf die eigenen Schiffe umzulegen. Da müssen wir noch hin. Ihr seht, als nächstes Schokolade. Und jetzt bräuchten sie so langsam ein Clubhaus. Was ist denn das Clubhaus? Oh, das könnten wir ja aber direkt auch hier anbauen, ne? Oh, wartet mal. Dann setzen wir das Clubhaus neben die Bank. Das hier ist ja unser Bankhaus. Passt nicht hin. Passt nicht hin. Na, dann lassen wir hier tatsächlich so einen kleinen... So, dann kommt hier das Clubhaus hin. Was fehlt denn da? Stahlbeton. Wer bist du? Die gute Fahrt. Und warum stehst du hier so rum? Holst du hier was ab? Nö. Aber das ist gut, dass du hier oben bist. Dann kannst du uns nämlich jetzt gleich mal Stahlbeton runterholen. Das kommt ja wie gerufen. So, und dann können die hier weiter produzieren, ne? Jawohl. Sehr schön, dann kann das mal wieder aufgefüllt werden. Und wir fahren jetzt mit der guten Fahrt hier runter und liefern mal den Stahlbeton ab. Dann können wir das Clubhaus bauen. Dann haben wir die erstmal zufriedengestellt und können nach und nach dann hier weiter... Ja, die Bedürfnisse sind gestillt. Clubhaus und dann brauchen sie Schmuck. Bin ich mal sehr gespannt. Können wir jetzt... Aber das wird wahrscheinlich erst dazukommen, ne? Hier kommt dann Schmuck dazu. Bin ich mal gespannt, was wir da alles brauchen. So, an was fehlt's euch denn jetzt hier? Ach, ein bisschen an Kaffee. So, dann machen wir das hier mal noch. Ja, dann kann das jetzt hier so vor sich hin wachsen, ganz gemütlich. Und wir gehen dann rüber in Crown Falls. Jetzt haben wir uns doch schon wieder länger hier vergnügt, wie ich... In Paprika Valley, da... Na, Kaffee haben wir aber genug. Da müssen wir tatsächlich die Kaffeeproduktion erhöhen. Die ganze Zeit hat es hingehauen. Die Nähmaschinen machen mir noch ein bisschen Bedenken, aber... So. Jetzt mangelt es an Brillen. Ja, die kriegt ihr aber. Das haben wir alles auf Lager. Das ist gar kein Problem. Denen geht's gut. Zufriedener Investor. Kriegt jetzt euer Clubhaus noch. Und dann gehen wir rüber nach Crown Falls. So machen wir das. So, ich lasse hier oben mal schneller laufen. Ihr seht auch, wir haben ordentlich Gewinn. Hier um die 12.000, 11.000. Wenn hier alles läuft und alles da ist. Wobei wir halt zwischendrin immer noch ein bisschen Engpass haben. Aber so verdient man natürlich ordentlich Geld. So, und du stellst dich mal hier rüber. Hier habe ich momentan die Schiffe, die wir noch nicht auf eine Route eingeteilt haben. So, und dann bauen wir mal das Clubhaus zusammen. Zack. Ja, absolut. Guck dir das an, ein Clubhaus. Bietet ihren Einwohnern diese Dienstleistung an. Direkt neben der Bank und hier legen wir noch einen kleinen Park an. Muss ich auch mal noch eine Folge reinbauen, ne, wo wir dann... Was ist hier? Ah ne, das ist die Baugrube. Das wäre noch interessant zu wissen, wenn da jemand was weiß von euch, liebe Leute, dann könnt ihr das gerne mal unten in die Kommentare schreiben oder auf Discord. Da kriege ich momentan auch viele Tipps. Ob man diese Lehmgruben, diese Vorkommen irgendwie auch später zerstören kann oder abändern und irgendwo anders hinsetzen kann, weil das stört mich hier mittendrin, ne? Das hätte ich gerne weg.
Es wäre natürlich cool zu wissen, ob das funktioniert. So. Ausbauen können wir sie nicht mehr. Das ist die letzte Bewohnerstufe. Aber dann würde ich sagen, dann lassen wir das hier alles mal so laufen, wie es laufen muss. Hier kommt wieder rum. Ein Tipp kam auch noch von euch, mehrere Anlegestellen bauen. Ich habe jetzt hier schon mal an Anlegestellen gebaut, was geht. Wir könnten höchstens... Hier passt die nicht hin, ne? Auch hier wird noch eine hinpassen. Wo waren das eben gerade? Hier. Hier baue ich mal noch eine Anlegestelle hin.